Also der Chiemwesen ist ein Feuerbrauch, wie viele andere Feuerbrüche auch. Und ich denke, mit diesen Feuerbrüchen hat man schon früher, schon in heidnischen Zeiten, den Winter vertrieben. Auf der anderen Seite hat sich das entwickelt hier in Liestal zu einem Brauch, wo man ziemlich weit umeinander kennt und man auch ziemlich weit umbietet und auch ziemlich weit um erzählt, dass man das hat. Und auch ziemlich bekannt ist dafür. Wir fangen an zwei Wochen vorher. Ne? Das fängt an mit der Bereitstellung der Risch und so weiter, dass man drauf arbeiten kann. Und jeder hat Gelegenheit, an drei Öben und einem ganzen Samstag hier die Besen zu machen. Da ist jedem freigestellt, weil die Leute sind nicht registriert. Die kommen, machen. Die einen lernt man besser kennen, die anderen lernt man gar nicht kennen. Ich sage, da machen wir einen wilden Haufen. Man kann es nicht anders sagen. Also wir haben den Stecker, wie wir dem sagen. Das ist, in der Regel ist es ein Öschenstamm. Den spitzen wir vorne zu und dann nageln wir die Scheiter gleichmäßig dreidimensional zugespitzt ringsum dran, damit sie so schön satt zugängen unten, wie man das sieht bei den schönen Besen. Das hat einen ganz einfachen Grund. Wenn er unten zu ist, dann brennt er nicht unten raus. Wenn er unten off ist, so grusige Krüppelbesen, nach 10 Minuten brennen die unten raus und dann hat man Glut auf der Schulter. Für mich gibt es nur eine Formulierung, der Chiembesen gehört zu Liestal. Darum geben wir Sorge, darum tun wir mit unseren Leuten, also nach dem Motto «Heb Sorge zum Chiembesen», empfehlen wir unseren Leuten, eben, das Eich zu machen, schauen, dass das funktioniert, schauen, dass sie nicht irgendwie einen Scheiß machen, der dann gefährlich ist. Weil in dieser Form, in dieser Größe, in dieser Menge gibt es nie. Es gibt so einzelne Ortschaften, die so Sachen machen, aber es ist ganz ein anderes Mess. Ich bin.